Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder euer Enduro René und ich will euch mal das Konzept von meinem neuen Wohnwagen vorstellen. Richtig Wohnwagen, eigentlich sollte das ja hier ein Solaranhänger werden, aber mir sind beim Bauen noch richtig gute Ideen eingefallen, wofür ich dieses Grundgestell auch hernehmen könnte. Und da möchte ich euch nochmal erläutern, die Vor- und Nachteile von den Konstruktionsprofilen und von diesem Alusteck-System. Ja, und wenn ihr darauf Lust habt, würde ich sagen, viel Spaß dabei. Hier jetzt der neue Anhänger. Das ist erstmal die Grundkonstruktion. Hinten den Teil kann man auf- und zuklappen. Guckt hier, damit er nicht so lang ist, damit ich ihn auch gut verstauen kann hier in der Garage. 26 Zoll Räder sind verbaut. 25 x 25 mm Alu-Steckprofile, Alu-Stecksystem. Hier unten auch diese Verbinder mit Stahlkernen, weil das wird ja schwer belastet. Hier unten bloß die normalen. Das Ganze ist auch klappbar. Seht ihr hier, hier oben ist extra was drauf. Das geht wie gesagt bis hinten durch. Das kann ich dann aufklappen. Da kommen an die Seite noch Scharniere dran. Dann habe ich hier auch noch ein paar Querverstrebungen mehr eingezogen, weil ich das ja jetzt auch als Basis für einen Anhänger hernehmen will. Hier vorne kommt ganz normal die Deichsel wieder ran, wie üblich bei meinen anderen Anhängern. Dann kommen auch die Standardstützen dran, die ich auch wie üblich überall verbaue, hat sich bewährt. Die Idee war eigentlich ein reiner Solaranhänger und in der Planungsphase bin ich dann schon auf die Idee gekommen, das auch als Lastenanhänger herzunehmen. Aber beim Bauen bin ich jetzt noch auf die Idee gekommen, ich könnte das auch als Basis für einen Anhänger hernehmen. Und zwar könnte ich ja hier einfach noch eine Zeltkonstruktion zum Beispiel drauf bauen, so halbrund. Oder ich könnte, wie es viele andere gemacht haben, so eine 4 mm Hohlkammerplatte hernehmen und die auch hier so draufschrauben. Und wenn man das schraubt, könnte man das auch relativ schnell abbauen. Das wäre kein Problem. Das heißt, ich hätte drei Hänger in einem, einen Solaranhänger, dann einen Lastenanhänger und könnte das auch als Wohnwagen hernehmen, wenn ich halt diese Triebdecksplatte drauf mache oder ein Zelt drauf stelle. Ich habe erstmal mein Zelt hier drauf gebaut, nur so als Beispiel, wie man das denn machen könnte. Passt natürlich jetzt hier nicht, müsste man ein schmaleres Zelt haben, das ist jetzt zu breit hier, aber ihr seht, was ich meine. Wenn man dazu jetzt ein passendes Zelt hat, was genau hier drauf passt, die Maße sind jetzt hier 1 Meter mal 2,10 Meter, könnte man das auch hier drauf stellen und ja, kann dann auch hier pennen, fühlt man sich ein bisschen sicherer, beziehungsweise wie gesagt, kann man sich auch zeltartig was draufbauen, alles kein Problem. Ja, also ich finde es bis jetzt richtig gut, von mir wichtiger bin ich bis jetzt bei 16 Kilo mit dieser Grundkonstruktion, ich vermute mal, dass der reine Hänger ohne Solar so auf 25 Kilo kommt. Und dann möchte ich hier eine Aluplatte drauf machen, dass das auch stabil ist. Die kann man natürlich auch wieder abschrauben. Und die wiegt aber auch 9 Kilo und das Solarpaket wiegt auch 10 Kilo. Also das ist wirklich sehr leicht hinzukriegen, ist echt schwierig und vor allem stabil soll es auch noch sein. Dann kommen wir mal kurz zum Vergleich von Konstruktionsprofil und normalem Alu-Vierkantprofil. Ja, also von der Stabilität her, ja, weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen, dass das stabiler ist. Allerdings hat das halt den Nachteil, dass es Fehler nicht so einfach verzeiht. Wenn man sich jetzt hier zum Beispiel vermessen hat und man bestellt das bei Alusteck, die sägen das ja alles zusammen, dann kann man da nicht mehr viel berichtigen. Müsste man denn gewisse Dinge neu bestellen. Und das ist, denke ich mal, der größte Nachteil. Und wenn man hier bei Alusteck sich vermisst, gut, wenn es zu kurz ist, müsste man auch ein neues Teil bestellen. Aber ansonsten kann man das variabel verändern. Und zum Beispiel die Radaufnahmen kann man schön hin und her schieben. Oder auch, wie gesagt, wenn man noch ein paar Sachen verändern will, ist das hier einfacher zu machen, als wenn man dieses hier nimmt und alles fest vernietet ist. Ja, beziehungsweise hier mit diesen Verbindern festgeklebt ist. Und das ist auch ein kleiner Nachteil. Und zwar habt ihr ja hier diese Verbinder. Wie gesagt, die gibt es mit Stahlkern, hier unten mit Stahlkern, hier oben ganz normal. Und ja, das könnt ihr jetzt täglich außen, ist zwar festgeklebt, wirken könnte es auseinandergehen. Das heißt, man muss das hier unten auch noch ein bisschen verbinden. Ich mache das jetzt hier, kommt die Deichsel dran. Und hier mache ich, ja, hier geht die Deichsel auch noch drüber. Und hier hinten könnte das auch auseinander gehen.
Und hier werde ich dann so ein Metallteil noch drüber nieten, von unten festnieten. Und dann ist auch gut. Kommen wir kurz zu den Gewichtsunterschieden zwischen den Profilen. Das Konstruktionsprofil wiegt in den Abmessungen 20x20 und in dieser Form hier gibt's, das gibt es in verschiedenen Formen, das ist auch ein Vorteil. Aber das ist ein bisschen schwerer als das hier. Das hier wiegt auf dem Meter 480 Gramm und dieses hier und das hier, ui, das hier ist das 25x25, das wiegt auf dem Meter 370 Gramm. Das ist also leichter hier. Und das ist schon das 25x25. Man könnte jetzt hier auch das 20x20 nehmen. Und ich glaube, das wiegt 260 Gramm. Das ist also doch deutlich leichter als dieses Konstruktionsprofil hier. Und was hier auch ein Nachteil ist, das ist zwar flexibel einsetzbar, aber man braucht wirklich sehr viele Nutensteine. Die kommen ja dann hier rein, in diese Nut. Und damit verschraubt man dann alles. Also man muss alles verschrauben. Und da braucht man wirklich sehr viele Nutensteine und genau die passenden Schrauben. Auch von der Länge her, seht ihr, das fällt mir gerade ein, müssen die genau passen. Weil wenn die zu lang sind, dann drückt sich das hier gegen. Also die müssen ganz genau von der Länge her passen, die Schrauben, die dann da reingehen. Und ja, da, also vom Zeitaufwand ist das hier aufwendiger zu bauen. Das hier geht schneller. Wie gesagt, man muss halt nur aufpassen, wenn man das schon fertig zurechtgesägt bestellt, dass man da, dass das alles hinhaut, die Maße. Bei Alusteck und ja, dann kriegt das zurechtgesägt, genau geliefert, müsst das bloß noch zusammenstecken. Und das ist wunderbar. Also ich finde es top und stabil ist es auch. Ja, habe ich euch mal ein bisschen die Vor- und Nachteile hier erklärt. Und das sind halt meine Erfahrungswerte, die ich jetzt gemacht habe bei dem Bau von den ganzen Wohnwagen. Und ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Hier habe ich halt Alusteck genommen, weil es halt schneller geht. Ja, und auch stabil ist. Also ich kann nicht meckern. Wie gesagt, geht halt schneller, die genannten Vorteile. Und den großen Wohnwagen habe ich auch mit 25x25 mm Alusteckprofilen gemacht. Das war auch gut gewesen im Nachhinein jetzt. Zuerst dachte ich, dass den Aufbau hätte ich mit 20ern machen können, aber nee, das war okay so. Dadurch kriegt man eine gute Stabilität rein und kann überall diese Verbinder nehmen. Das ist schon top. Da kommt dann, wie gesagt, so eine Riffelplatte noch drauf. So ein Alu-Riffelblech möchte ich jetzt hier drauf machen. Das hier ist jetzt bloß testenshalber drauf, damit man mal die Grundfläche sieht. Kann man hier, wie gesagt, den hochklappen. Ja, Leute, okay. Guckt euch das nochmal an hier, wie das hier aussieht. Hier kommt dann, wie gesagt, das Fach rein. Viel Pack für den Akku. Ja, 26 Zoll Räder auch wieder. Sind ein bisschen geländegängiger. Ich würde sagen, das soll es jetzt hier gewesen sein. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Aluprofile ihr bevorzugt. Oder ja, vielleicht nur ganz. Vielleicht, man könnte ja auch aus Stahl bauen, das ist natürlich auch eine Variante. Wird natürlich dann wieder ein bisschen schwerer. Und das Gewicht ist hier echt wichtig beim Fahrradwohnwagen. Darauf muss man wirklich achten, dass das nicht zu schwer wird. Aber ihr seht es hier auch wieder, wenn das stabil sein soll, das hat dann doch sein Gewicht. Ja, Leute, okay, das soll es jetzt hier kurz gewesen sein mit dem kleinen Video. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Filmchen. Macht euch einen schönen Tag, fahrt selber raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Enduro René.